April hier drüben auf dem Altmarkt vis-à-vis und stellen den Maibaum auf am Wochenende vor dem 1. Mai. Das ist ja unser großes Fest, was wir hier in Dresden machen. Da seid ihr alle herzlich eingeladen, ja. Am 27. April 24. Der Zimmerer Klatsch, was wir gerade gesehen haben, ist das, keine Ahnung, tanzt ihr euch damit warm, bevor es dann an die Arbeit geht? Oder was ist das jetzt so traditionell betrachtet? Traditionell ist das, nach dem Richtfest oder nach harten Tagen wird nochmal gemeinsam was gemacht. Und das macht die Hände warm. Okay, aber da kann man auch nach getaner Arbeit auch ein Bierchen dazu trinken, ja, das geht dann auch. Heute vielleicht ein Glühwein. Heute Abend ein Glühwein, ja. Ich glaube, wenn ich den Obermeister nochmal fragen darf, ich glaube, das ist euch ein großes Bedürfnis, das ist ja auch eine schöne Tradition, neben dem Maibaumstall hier beim Stollenfest dabei zu sein. Das ist ja nun bei weitem nicht das erste Mal. Oh ja, das ist uns eine Ehre, heute hier Gast zu sein sozusagen und die Tradition zu wahren. Und ich möchte kurz die Möglichkeit nutzen, auch an die Verantwortlichen in dem Land, Stadt, Kommunen zu appellieren, dass sie bitte versuchen sollen, nicht durch noch mehrere Maßnahmen oder mehr Kosten entstehen, vielleicht, dass die Tradition irgendwann wegfallen würden. Das wäre sehr, sehr schade.